bisschen schräg, aber ist okay. Warum ist das da vorne so schräg? Was ist denn hier los? Oh oh. Gleich mal kaputt gemacht. Hallo und herzlich willkommen zur Grünfelder Land im LS 22. Natürlich hier bei Helgas Biergarten. Und ja, Echtod und Malonation haben es geschafft. Die Map ist raus. Und ich nutze mal die Gelegenheit, um auch wieder auf der Grünfelder Land ein bisschen LS zu zocken. Ich habe mir gerade überlegt, welchen Hof ich kaufen soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich erstmal mit Hof 7 starten soll. Einfach ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Oder ob ich auf Hof 6 gehen soll, weil da haben wir ein bisschen kleinere Felder um uns rum. Ich glaube, das werde ich auch machen. Wir haben 1,5 Millionen Stadtkapital, keine Schulden. Von dem her können wir mal gucken, was wir damit erreichen können. Ich gehe erstmal rein hier. Übrigens, schöner neuer Shop. Kann ich hier kaufen? Ah ja, supi. Dann kaufen wir aber erstmal Land. Und ich kaufe mir tatsächlich den Hof 6. Vielleicht die zwei Felder gleich noch. Ich hoffe, die Tonqualität stimmt auch einigermaßen. Ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen, habe jetzt ein anderes, nehme jetzt mit Streamlabs OBS auf, weil mein OCam einfach nicht mehr will. Keine Ahnung, was das mit dem LS22 zu tun hat, aber es wollte halt nicht mehr. So, wir gucken erstmal nach Angeboten, weil hier haben wir zum Beispiel schon einen Anhänger. Der ist für den Anfang völlig ausreichend. Farbe nehmen wir schwarz. Dann haben wir das schon mal. Dann bräuchte man... Achso, wir haben August. Wir müssen erstmal gucken, was ist da? Ist auf den Feldern was drauf? Sonnenblumen und Raps. Raps erntereif, sehr schön. Sonnenblumen sind auch gewachsen. Unkraut haben wir natürlich überall drauf. Ja, logisch. Gut, also brauchen wir einen Drescher. Ein Trecker. Und dann können wir erstmal anfangen zu ernten. Das wäre doch mal ein guter Plan für den ersten Tag. Trecker könnten wir uns eigentlich. Sollen wir gleich richtig starten mit dem 8S oder sollen wir erstmal einen 7S nehmen? Bei einer 10 PS. Ich glaube, wir nehmen den 7000er. Der müsste für den Anfang reichen. Hier in meinem Beast Design. Da können wir sogar einen Frontlader dran machen. Machen wir gleich mal. Motorausführung nehmen wir die große und den Rest, den lassen wir so. Dann brauchen wir einen Drescher. Da würde ich halt jetzt nicht gerade den größten nehmen, weil ich einfach noch nicht, ich habe noch 700.000 Euro und ich brauche noch einiges an Feldmaschinen. Gehe ich mal nach der Schneidwerksbreite. 8,50 Meter oder 7,60 Meter. Gucken wir mal nach dem Drescher. Ich nehme mal den JD. Zack. Schneidwerk dazu. Hoppa. So. Dann Schneidwerkswagen. Den da brauche ich. Fahrgestellfarbe. John Deere. Aufbaufarbe. Schwarz. Felgenfarbe. John Deere. So sieht das doch gut aus. Reserverad brauchen wir nicht. Kaufen. Gut. Haben wir Anhänger. Drescher. Drecker. Haben wir alles. Dann können wir uns eigentlich mal losmachen aufs Feld. Beziehungsweise erstmal nach Hause auf den Hof. Oh, haben wir? Ah ja, jetzt. Also das finde ich wirklich cool, dass die Schneidwerke da jetzt inzwischen hinten wirklich drauf liegen und nicht mehr so rumzappeln oder in den Kurven runterfallen. Das ist fein. Aufklappen müssen wir noch nicht. Also, Verkehr ist noch nicht verbaut, kommt aber noch. Map ist natürlich noch lange nicht fertig. Echtod und Malonation sind da noch richtig dran am Hasseln. Ich habe wenig dazu beigetragen zu dieser Version, aber
ja, ist natürlich trotzdem irgendwo mein Kind. Im 19er viel gemacht. Im Moment komme ich einfach so auch nicht mehr so wirklich dazu, damit zu helfen. Deshalb ist es halt leider so. So, wir fahren jetzt mal zum Hof und dann holen wir den Traktor ab. So, hier ist die hintere Einfahrt zu unserem Bauhof, wie er im RP ja zumindest ist. Ist ein bisschen eine holprigere Einfahrt, war früher die Feldzufahrt zu den anderen zwei Feldern hier hinten. Jetzt ist es aber auch hier eine Hofeinfahrt. Ich stelle gerade mal den Trecker hier ab, weil wir müssen ja gleich loslegen mit der Ernte. Wir gucken uns aber noch schnell den Hof an. Alle Höfe sind neu dekoriert, neu verbaut mit unseren, ja, oder mit den Lagern. Hier haben wir zum Beispiel Flüssigdüngerlager, hier haben wir Herbizide, ein Wohnhaus, ein großes Silo, also wirklich mächtig. Hier haben wir noch ein Wurzelfruchtlager, glaube ich. Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und Zuckerrüben. Es ist natürlich jetzt noch nicht alles verbaut hier auf der Grünfelder Land. Also es gibt noch ein paar also Zusatzfrüchte, die nicht verbaut sind, aber die werden auch noch kommen. Dann haben wir hier hinten noch das Heulager. Was ist das für eine Halle? Die kenne ich gar nicht. Da haben wir eine Halle. Gut. Dann haben wir hier einen Unterstand. Waschplatz. Natürlich auch sehr wichtig. Und hier nochmal zwei Hallen. Da hinten haben wir wahrscheinlich noch ein Düngerlager oder Kalklager. Oder beides. Ah ja, beides. Schauen wir uns gerade an. Ich meine, die kennt ihr ja schon vom LS19. Und hier ist natürlich die andere Hofeinfahrt. Hier haben wir Saatgut, Dünger und Kalk. Jawollo. Schön. Ich schwinge mich in Drescher und lege mal los mit Dreschen. Muss ja nicht weit fahren, einfach rund ums Eck. Und dann fangen wir mal an, den Raps zu dreschen. Ich fahre erstmal schön vorgewendet, so wie es eben üblich ist. Ist aber ein bisschen laut hier draußen, ey. Und dann schauen wir mal. Also wir haben hier am Feld einiges an Gefälle auch noch drin. Bin mal gespannt, wie der John Deere damit zurechtkommt. Hoffentlich nicht so schlecht. Und ja, Konto sagt 370.000 haben wir noch. Es könnte alles in allem eventuell ein bisschen knapp werden. Weil wir ja doch noch einiges an Equipment brauchen. Wir haben ja nichts gehabt. Die Spiegel wollen nicht hier. Der geht. Der will nicht. Jo, gucken wir mal. Also, ich fahre jetzt mal das Vorgewende und ihr seid mit dabei. Vorgewende ist rum. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, wie gut er doch den Berg hochgekommen ist. Unser kleiner Drescher hier. Aber ich werde trotzdem quer zum Berg fahren. Das ist einfach, ja, schneller. Da können wir 10 fahren, Berg hoch. War mal knapp zwischendrin bei 7 km/h. Und dann wird es schon passen. Den Raps werden wir erstmal einlagern. Wir haben ja soweit noch nicht wirklich Produktion für die ganzen Früchte. Von dem her einlagern, zu einem guten Preis verkaufen und dann ist gut. Die Grünfelder Land wird natürlich weiter bearbeitet oder vorangetrieben mit der Entwicklung. Sie wird am Ende vermutlich genauso sein wie im 19er. Mit den ganzen Produktionszweigen und allem hin und her.
Und je nachdem sind wir auch dann wieder mit dem Let's Play am Start, beziehungsweise mit dem Roleplay. Das kann aber noch ein bisschen dauern, weil meine Internetverbindung ist immer noch nicht so gut. Aber die Glasfaser ist im Ausbau. Und dann sollte das auch alles kein Problem mehr werden oder sein. Wir werden ziemlich häufig schauen, ob es neue Angebote gibt, um Maschinen gebraucht zu kaufen und wahrscheinlich auch so schnell wie möglich einen doch größeren Drescher, weil der hier ja ist, denke ich, für einen Start okay, aber mit der Arbeitsbreite halt doch nicht so toll. Da wird man einiges an Zeit brauchen. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich hier entwickelt. Wir müssen auf jeden Fall dann im nächsten Step gleich einen Pflug kaufen, weil wir müssen das Feld hier pflügen. Dann müssen wir die Steine sammeln. Dann müsste man eigentlich kalken, düngen, walzen. Vielleicht lassen wir ein, zwei Steps aus. Erstmal, weil wir nicht genügend Geld fürs Equipment haben. Also es wird schon einiges kosten. Vor allem brauchen wir auch eine Sämaschine. Und die wird vermutlich relativ teuer werden, weil ich spekuliere da schon mal auf eine Lemken mit der Leistung, die wir haben, 310 PS vom Traktor, sollten wir die gut ziehen können. Und dann müssen wir halt schauen, was wir uns da leisten können. Mein Raps kommt, obwohl hier Unkraut drauf ist, obwohl wahrscheinlich nicht gedüngt, vermute ich mal. Ja, einmal gedüngt, kommt trotzdem einiges runter, denke ich, so vielleicht 40.000, 30.000 könnte man kriegen. Werden wir in Zukunft auf jeden Fall steigern, diesen Ertrag. Und dann schauen wir einfach mal. Jetzt lasse ich euch nochmal mit den Bildern ein bisschen allein und bis später. Ganz kurz mal eingeworfen, so ein bisschen Angst und Bange kann es einem hier schon werden. Das ist natürlich das Feld mit der höchsten Steigung oder mit der größten Steigung. Aber wenn wir uns das hier mal angucken, ich möchte da jetzt nicht im Drescher sitzen. Das ist schon übel. Also wir haben hier knapp, es war ziemlich viel Gefälle. Ganz krass hier. Aber wir werden es schon hinkriegen. So, abgetankt habe ich jetzt schon mal. Mit meiner Prognose 30.000, 40.000 Liter könnte ich ganz knapp daneben gelegen haben. Also es könnten vielleicht auch nur knapp über 20 werden. Gleich fertig mit dem Feld, aber irgendwie kam da noch weniger raus, als ich das schon vermutet hatte nach dem ersten Abtanken. Also wir sind noch nicht mal bei 20.000 Litern, weil den ersten Drescher habe ich abgetankt bei 9.300 oder 1.400 Litern. Das heißt, wir kommen nicht mal auf 20.000 Litern Raps von diesem Feld. Da sieht man mal, was für ein Ertragsminus dieses Ganze nicht gepflügt, nicht gedüngt, nicht gekalkt, nicht gepflanzt, schützt und alles für eine Auswirkung hat. Wir werden das die nächsten Jahre besser machen und dann auch hier nochmal Raps anpflanzen. Und dann gucken wir mal,
wie viel da am Ende rauskommt, wenn wir hier 100% Ertragsbonus haben. Weil, also allein für die Feldgröße, und die ist schon einiges, finde ich das ein bisschen wenig. Aber naja, so ist es nun mal. Wir fangen ja erst an und gucken mal, wo uns das Ganze hinführt. Ich möchte auch ein bisschen gucken, dass ich vielleicht pro Folge so ein Jahr, ein Monat spiele. Von der Zeit her müssen wir mal schauen, wie sich das am Ende ausgeht. Aber so soll es erstmal sein. So, jetzt sind wir durch. Nur das volle Ding hier nur noch einen Berg hochkriegen und abtanken. Und dann sehen wir mal den Ertrag. Ich bin gespannt. Was ich dran denken muss, ist, dass ich für das andere Feld, das in Sonnenblumendorf, brauche ein anderes Schneidwerk. Das darf ich nicht vergessen, dass ich mir das rechtzeitig kaufe. Da können wir gerade mal nach dem Preis schauen. Können die das auch? Ja, die Capellos können das. Ist nur die Frage, was der Drescher kann. Ah, der hat sogar ein eigenes. Okay. 6 Meter Arbeitsbreite. Ja, viel mehr bleibt uns da nicht übrig. 5 Meter, ja. 53.000. Ist halt auch nicht ganz günstig, ne? Aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht leih ich mir das auch nur, weil Sonnenblumen ist jetzt nicht so ein Ding, was ich häufig anpflanze. Wenn ich das dann nur für eine Ernte brauche und mir kaufe, das macht eigentlich wenig Sinn. Deshalb müssen wir uns das mal angucken, wie wir das genau machen. Okay, das wollte ich gerade schon sagen. Ich habe zu ungenau geparkt, aber er hat es doch drauf genommen. So, Drescher aufräumen. Den stellen wir gerade wieder in den Unterstand rein. Naja, ein bisschen schräg, aber ist okay. Warum ist das da vorne so schräg? Was ist denn hier los? Oh oh. Gleich mal kaputt gemacht. Naja, holen wir uns den Traktor und schauen, wie viel da drin ist. So, 18.910 Liter. Ist natürlich nicht so viel. Ich hatte wirklich mit Minimum 20.000, eher mit 30.000 gerechnet. Tja. Nix war's. Aber naja. Wie gesagt, wir werden das in den nächsten Monaten steigern, dass die nächste Ernte deutlich ertragsreicher wird. So, jetzt lassen wir mal gucken. Hier rechte Seite abladen. So, abladen. Guter Anhänger, der passt genau drunter. Super. So, erste Ernte eingefahren. Dann werde ich jetzt gucken, dass wir uns einen Pflug kaufen. Wahrscheinlich auch den Lemken. Mit 4,90 Meter. Der braucht 300 PS. 310 haben wir hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zurück am Feld sehen wir, dass wir tatsächlich den Lemken Titan 18 gekauft haben. Ich hätte natürlich gerne einen Pflug gekauft, der im Angebot war. Aber zu hoffen, dass genau dieser Pflug dann, wenn ich ihn brauche, im Angebot ist, ist natürlich auch so ein kleines Glücksspiel. Deshalb leider kein Angebotspflug. Deshalb hat uns der 59.000 Euro gekostet. Aber so ist es nun mal. Ich kann nicht immer warten, bis mein notwendiges Maschinen im Angebot ist. Naja, wir hoffen mal, dass es Geld hinhaut. Ich habe jetzt mal überschlagen.
Die Sämaschine kostet mich auch 165.000, die ich haben will, die Lemken. Die hat halt 12 Meter Arbeitsbreite, das ist schon richtig nice, aber kostet über 160.000. Ja, und dann runter zu gehen auf eine 6 Meter Sämaschine ist mir nicht ganz so lieb. Deshalb müssen wir mal gucken. Ich brauche jetzt noch auf jeden Fall ein paar tausend für eine Walze. So 15.000 kostet die, da habe ich einen Mod drin. Dann braucht man noch 50.000 für... Was wollte ich denn für 50.000 kaufen? Ah, das Schneidwerk. Ja, dann sind wir bei 60.000. Dann brauchen wir noch einen Düngestreuer. Sind wir bei... Also es wird ziemlich knapp, dass uns das Geld wirklich reicht. Und einen Steinsammler brauchen wir auch noch. Die Steine müssen natürlich auch vom Feld runter. Also, ja. Wir hoffen mal, dass uns das Geld zumindest übers erste Jahr reicht. Und dann schauen wir weiter. Also, könnte auch ganz knapp werden. Naja. Ich möchte euch hier aber jetzt nicht länger mit Pflügen langweilen. Deshalb werde ich hier fertig pflügen und ihr seht in der nächsten Folge das fertige Produkt, weil das Pflügen dauert einfach viel zu lange, das wisst ihr selber. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Videos schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.